Bei aller Berühmtheit, welche Commodore durch seine C, also Consumer Computer, allen voran der legendäre C64, erlangt hat, darf man nicht vergessen, dass es daneben auch eine B, also Business-Serie, gegeben hat. Immerhin trug das Unternehmen den Begriff ja auch im Namen, CBM, Commodore Business Machines, oder eben die deutsche Tochter Commodore Büromaschinen GmbH, welche in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main angesiedelt war. Begonnen beim 1977 erschienenen PET 2001 über verschiedene Systeme, allesamt 8-Bit, bis eben zum Ende der CBM und CBM2-Serie war Commodore vor allem in Deutschland stark im Businessbereich vertreten und hier in einigen Schlüsselpositionen sogar Marktführer. 1984/85 wurde die Produktion dieser Rechner in Braunschweig eingestellt. Als IBM ab 1981 begann, mit seinem PC dieses Marktsegment ordentlich aufzuräumen, schwenkte Commodore auf diese Schiene ein. Dies war auch weitestgehend unproblematisch, denn IBM hatte es nicht geschafft, seinen PC rechtlich schützen zu lassen. Es war der Freibrief für sämtliche Hersteller, welche ab sofort IBM-kompatible produzieren und vermarkten durften. Genau diese Rechnerfamilie, welche bis heute den Weltmarkt dominiert. Ironischerweise wurde dadurch IBM praktisch vom Markt verdrängt. Oder wann habt ihr zuletzt einen normalen Anwender-PC mit einem IBM-Aufkleber gesehen? Manche Hersteller haben sich damals stur zu 100% an das Konzept von IBM gehalten, also praktisch alles genauso nachgebaut und den Krempel dann einfach billiger als Big Blue verkauft. Und Commodore? Ja, freilich nicht, ne? Der Laden hat ja schon immer ein wenig ein spezielles Geschmäckle in alles reinbringen müssen, was er angeboten hat. Am Grundsatz der IBM-Kompatibilität durfte natürlich nichts geändert werden, aber am Drumherum konnte geschraubt werden. In dieser Folge schauen wir uns zwei dieser Commodore-PCs ein wenig genauer an, den relativ normal wirkenden PC 10SD und den ziemlich niedlich geratenen PC 1. '84 warf Commodore seinen ersten IBM-kompatiblen auf den Markt, den PC 10. Technisch war er keine große Offenbarung, lehnte er sich doch stark an den 1983er IBM PC XT an. Ein 8088er Intel Hauptprozessor, zeitgenössisch auf 4,77 MHz getaktet, den man eine 8087er FPU zur Seite stellen kann. An Arbeitsspeicher gab es 256 KB RAM ab Werk, welches auf bis zu 640 KB erweitert werden kann. Der PC 10 hatte im Auslieferungszustand keine Festplatte, sondern nur ein 5,25 Zoll, 360 KB fassendes Diskettenlaufwerk. Ein internes Festplattenlaufwerk gab es dann in den Modellen PC 20 und PC 30. Bemerkenswert ist jedoch die ab Werk verfügbare grafische Leistung. MDA, also monochrome Darstellung, Herkules-Grafik und CGA stehen direkt zur Verfügung. Einen richtig dicken Erfolg am deutschen Markt konnte Commodore mit seinen IBM-kompatiblen nach der Wende 1990 hinlegen. Hier gelang es dem Unternehmen nämlich, die Büros der ehemaligen Reichsbahn der DDR mit seinen PCs auszustatten. Entwickelt und teilweise auch hergestellt wurden die IBM-Klone übrigens von Commodore Deutschland. Die weiterfolgenden PCs, welche Commodore nach dem PC 30 veröffentlichte, nämlich PC 40 bis 70, waren mit 2, 3 und 486er Prozessoren ausgestattet. Auf die gehen wir jetzt nicht tiefer ein, sondern fokussieren diese Dose hier, den Commodore PC 10 SD. Es handelt sich hierbei um einen PC 10 3 in kompakter Bauform mit einigen, sagen wir mal, Spezialeffekten. Los geht es, wie gewohnt, erstmal von außen. Die ganze Kiste ist verhältnismäßig kompakt und ziemlich robust gebaut. Eine deutsche Dose ist eben nicht aus Plastik.
Wir haben an der Front zwei LEDs, welche den allgemeinen Betriebszustand und die Festplattenaktivität anzeigen. Das eingebaute 5,25 Zoll 360 KB Diskettenlaufwerk ist nichts weiter Besonderes. Standard dieser Tage eben. Darunter ist noch ein Schacht frei für ein weiteres Diskettenlaufwerk. Ebenfalls zeitgenössisch ist die Tatsache, dass wir hier vorne keinen Powerschalter finden. Nun, das wäre es schon für die Front. Auf der rechten Seite gibt es zunächst mal den vertrauten Tastaturanschluss im DIN-Format. Hieran muss ein PCXT-kompatibles Keyboard angeschlossen werden. AT-Keyboards, also ab der 286er Generation, funktionieren hier nicht, auch wenn sie den gleichen DIN-Stecker haben. Zu beachten ist hier jedoch, wenn auch noch so trivial, diese Reset-Taste. Ja, Standard war das damals noch nicht, dass man einen PC auf diese Art und Weise zurücksetzen konnte. Andere Modelle musste man hart aus- und wieder einschalten. Auf der anderen Seite herrscht gähnende Leere. Interessant wird es am Rechner, wie könnte es anders sein, an seinem Hinterteil. Nun gut, die meisten von euch werden schon einmal einen PC von hinten gesehen haben. Daher dürfte es gleich auffallen, dass dieser Kandidat hier ziemlich wenig Erweiterungssteckplätze zu haben scheint. Nur vier Slotbleche am Heck suggerieren vier Steckplätze. Nun, in Wahrheit sind es sogar nur drei, wie wir gleich sehen werden. Das scheint äußerst wenig zu sein. Haben andere PCs doch normalerweise mindestens 5, wenn nicht sogar 8 Slots. Dieser augenscheinliche Makel relativiert sich jedoch, wenn wir uns anschauen, welche Anschlussmöglichkeiten sich bereits auf dem Mainboard hier unten befinden. Als da wären ein paralleler und ein serieller Port. Bei gewöhnlichen PCs würde man eine Maus an COM1, also den ersten seriellen Port, anschließen und diesen damit blockieren. Dies ist bei diesem Typ hier jedoch nicht notwendig, denn Commodore hat seinen PC mit einem eigenen Mausport ausgestattet, an welchem man lustigerweise Amiga-Mäuse betreiben kann. Der passende DOS-Treiber dafür wurde freilich auf Diskette mitgeliefert. Dies hier ist ein 9-poliger RGBI-Anschluss, wie wir ihn beispielsweise vom C128 kennen. Hieran können wir etwa einen Commodore 1084 Monitor anschließen oder eben jeden anderen Monitor, der einen RGB-TTL-Eingang hat. Daneben finden wir einen Composite-Video-Ausgang, welcher im PC-Bereich keine Selbstverständlichkeit war. Wahlweise ist hier Farb- oder monochrome Darstellung möglich. Somit war der Anschluss eines einfachen Low-End-Monitors oder gar eines Fernsehgerätes, welcher einen solchen Composite-Video-Eingang hatte, möglich. Das Repertoire der grafischen Leistungen beläuft sich auf einen kombinierten 40 oder 80 Zeichen pro Zeile Monochrom- oder Farb-Grafikadapter, MDA und CGA. Dazu noch hochauflösende Herkules-Grafik und das heute nicht mehr bekannte Plantronics, welches man leistungstechnisch zwischen CGA und EGA einordnen kann. Einstellen muss man, was man haben will, bzw. was der angeschlossene Monitor verträgt, natürlich nur in ausgeschaltetem Zustand, über diese Dip-Switches hier. Vor allem bei dem, was der Monitor verträgt, sollte man unbedingt die Bedienungsanleitung konsultieren, um seinen Monitor nicht zu beschädigen. Im Inneren geht es nun weiter. Während ich diese Panzerung hier entferne, die allgemeinen Eckdaten. Hauptprozessor ist ein Intel 8088er oder entsprechend ein kompatibler Prozessor. Dieser läuft nach dem Einschalten mit den gewohnten 4,77 MHz. Per Software, also im laufenden Betrieb, kann man jedoch die Taktung auf 7,16 oder gar auf 9,54 MHz hochschrauben. Rüstet man die optionale FPU nach, muss man hier also ein Modell wählen, welches mit den 9,54 MHz auch klarkommt. An Arbeitsspeicher können maximal 640 KB auf der Hauptplatine installiert werden. Ab Werk ist auch eine akkugepufferte Echtzeituhr vorhanden, bei der aber das gleiche gilt wie immer. Akku runter und dringend die Region auf Akkuschäden kontrollieren. Amiga-Besitzer kennen ja das alte Lied. Es ist ein selbstkonfigurierendes BIOS, ein sogenanntes Auto-Config-BIOS installiert, welches Erweiterungen automatisch erkennt und einbindet. Zumindest sollte es das machen. Typisch für ein XT-BIOS, der Benutzer selbst hat keinerlei Eingriffsmöglichkeit.
Alles geschieht automatisch. Oder eben nicht. So, die Kiste ist offen. Wie vorhin gesagt, haben wir 3 voll PCXT-kompatible Erweiterungsslots zur Verfügung. Hier ist das Netzteil. Und hier sehen wir das Diskettenlaufwerk. In diesem Zwischenraum hier hängt eine Festplatte, welche ab Werk nicht vorhanden war. Das muss man sich mal vorstellen, ein PC ohne Festplatte. Beim C64 und Amiga 500 war man das ja irgendwie gewohnt, aber ein PC im reinen Diskettenbetrieb, also da gruselt's mich. Apropos Diskettenlaufwerk und Festplatte. Wenn wir mal einen Blick hier zwischendurch werfen, erblicken wir auf der Hauptplatine die Anschlüsse für beides. Hier können 2 Diskettenlaufwerke und 2 Festplatten angeschlossen werden. Und zum Festplattenanschluss sei gesagt, dass es sich hier um einen 8-bitigen IDE-XT-Anschluss handelt, wie auch im Amiga-Festplattencontroller A590. Man kann hier also keine gewohnte IDE-AT oder auch PATA genannte Festplatte anklemmen. Natürlich ist dieses Interface auch kein Geschwindigkeitswunder, da es der CPU voll auf der Tasche liegt und damit bremst. Dennoch überwiegen selbstredend die Vorteile eines Festplattenbetriebes gegenüber einem reinen Diskettenbetrieb. Alleine schon, wenn man sich die Dimensionen anschaut. 360 KB auf Diskette und 20 MB auf der Festplatte. Also knapp 57 Mal mehr verfügbarer Speicher. Das spricht für sich. Ja, und schon erkennen wir, warum wir hier mit nur 3 Erweiterungsslots auskommen sollten. Diskettenlaufwerks- und Festplattencontroller, serieller und paralleler Port, Grafikausgabe und Mausanschluss. Also kurzum, alle zum Betrieb essentiell wichtigen Komponenten befinden sich bereits onboard auf der Hauptplatine. Es sollten danach erst wieder einige gute Jahre vergehen, bevor unsere Wald- und Wiesen-PCs wieder mit so einer Basisanschlussausstattung aufwarten konnten. Der RGBI-Ausgang, ja, der ist zwar ganz nett, aber ich habe meine PCs alle an einem Bildschirm angeschlossen und der versteht eben nur VGA. Entsprechend habe ich die interne Grafikschaltung deaktiviert und eine 8-Bit EGA und VGA Grafikkarte eingesetzt. Ein wahnsinniges Trümmerteil in voller Baulänge. Die Installation war simpel. Reinstecken, anschließen, DIP-Switches auf dem Mainboard auf No-Monitor stellen und die DIP-Switches auf der Karte auf VGA-Betrieb stellen. Wobei es das komplizierteste von allem war, im Internet herauszufinden, was das hier überhaupt für eine Karte ist. Einschalten und geht. Da ich keine funktionstüchtige XT-IDE-Festplatte habe, muss ich mir für den Massenspeicher etwas einfallen lassen. Man könnte auf einen alten MFM oder SCSI-Controller setzen, das würde funktionieren, denn beide gibt es in der 8-Bit-Ausführung passend zu den vorhandenen Slots. Problem wäre dabei nur, dass die entsprechenden Platten ebenfalls schon uralt wären und ich permanent mit der Angst leben müsste, dass die alten Speicher ihren Dienst quittieren. Eine ganze Zeit lang hatte ich diese zeitgenössische Filecard mit MFM-Festplatte hier im Einsatz. Sagenhafte 32 MB und es ist doch kein einziger Sektor davon defekt. Alleine schon der Sound, den einem diese Festplatte im Betrieb auf die Ohren gibt, ist einfach unbezahlbar. Dennoch hat dieses Gespann hier seinen Dienst für Kaiser und Vaterland getan. Hauptproblem? Datenaustausch. Für eine IDE-AT oder SCSI-Festplatte findet man immer noch einen Adapter oder einen Controller für einen modernen PC. Aber MFM? Ja, da wird die Luft schon dünn. Deshalb, geh nun in den wohlverdienten Ruhestand. Nimm deinen Platz unter den Ahnen im Regal ein. Die Welt ist stolz auf dich. Lass nun die Jüngeren die Arbeit verrichten und danke für alles. Wir werden dich nicht vergessen. Kennt ihr den Kjell? Nee, nicht den von der Olsenbande. Auch wenn er bei einem Remake gewiss mitspielen könnte. Der Kjell, der baut bekanntlich.
Alles Mögliche baut der Kerl, also der Kerl. Und auf dessen YouTube-Channel, der da heißt Kerl baut, habe ich dieses Ding hier kennengelernt. Den XT-IDE-Controller von Lotech aus dem noch Vereinigten Königreich. Es ist ein XT-Slot, also 8-Bit-Controller, für den Anschluss von bis zu 2 IDE-Festplatten. Diesmal tatsächlich 16-Bit-IDE oder PATA. Im bekannten Master- und Slave-Betrieb. Mehr als das, es hat auch noch ein autokonfigurierendes BIOS mit an Bord und ist spottbillig. Außerdem sind damit eingerichtete Festplatten ab MS-DOS 5 oder vergleichbar voll Windows-kompatibel. Wo der Haken liegt? Naja, wer löten kann, der sieht hier keinen Haken. Denn das unbestückte, sehr sauber gearbeitete Platinchen gibt es für derzeit 6,95 Pfund plus Versandkosten bei low-tech.co.uk. Richtig gehört, man muss es selbst bestücken. Auf den dazugehörigen Wiki-Seiten findet man jedoch alles, was man braucht. Stückliste mit Bestellnummern sowie eine genaue Bestückanleitung und das BIOS-ROM, welches man dann noch in den Flash-Speicher schreiben muss. Dazu ist allerdings mindestens ein PC mit einem ISA-Steckplatz notwendig. Zu den Kosten der Platine selbst kommen also noch die Bauteilkosten hinzu, wobei das eigentlich Kleingrams ist. Man erhält am Ende einen tollen Plattencontroller für unter 25 Euro. Ja, so etwas würde ich mir für die Amiga-Welt wünschen. Eine simple Zorro-Steckkarte mit einem IDE oder besser SATA-Anschluss und dann noch für unter 25 Euro. Ja, gut, aber wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen, hat der Schmidt gesagt, ne? Jo. Für meinen PC 10 SD habe ich mir diese Lösung hier ausgedacht. Den kleinen XT-IDE-Controller an einen IDE auf Compact Flash Slotblech Adapter. Die darin steckende Transcend 128 MB Industrial Karte dient nun einerseits als Festplatte für den PC 10 und gleichzeitig auch als Wechselmedium, wenn mal größere Dateien verschaufelt werden müssen. Ich betone deshalb den Typ der Karte, da sich auch in der PC-Welt nicht alle Compact Flash Karten als Fixed Disk, also Festplattenersatz, eignen. Und ich nutze auch nicht die vollen 128 MB in der Bootpartition C, sondern nur 40 MB. Sonst dauert die Speicherplatzanzeige unter DOS nach einem einfachen DIR-Befehl quälend lange Sekunden. Zwar nur einmal, aber trotzdem, es nervt. Weniger ist bei einem 8088er System einfach mehr. Was läuft denn so auf einer 8088-Krücke? Na, als Betriebssystem habe ich DOS 5.0 draufgepackt, damit die Compact Flash Karte auch unter einem modernen Windows erkannt wird. Ursprünglich war DOS 3.3 installiert. Hier sieht man schon, dass die Maschine ganz schön zu rechnen hat, nur um den freien Speicherplatz anzeigen zu können. Grundsätzlich laufen alle Anwendungen, die keine beschwerliche Grafik brauchen und mit sehr wenig RAM auskommen. Textanwendungen also, wie diese hier. Es war auch die Zeit, in der Textspiele ziemlich populär waren. Damit tut sich das System nicht sonderlich schwer. Auch Farbdarstellungen sind im Textmodus überhaupt kein Problem. Was Grafikdarstellung angeht, so wird es schon haariger. Einfache Vektorgrafiken und Gitternetze gehen noch in Ordnung und entsprechende Spiele kann man als spielbar deklarieren. Wenn man jedoch auch nur ein Quäntchen anspruchsvoller wird, hier wieder unser Schlafanzugprinz, dann wird es schon echt eng. Hier kann man übrigens schön den Unterschied zwischen der normalen CPU-Taktung und der doppelten Taktung sehen. Bei doppeltem Speed sieht es eigentlich ganz gut aus, aber nur so lange, wie der Prinz das einzige bewegte Objekt auf dem Bildschirm ist.
gewundert habe ich mich über Xenon 2 und Commander Keen. Beides läuft ja tatsächlich sehr angenehm. Als Dateimanager hat MS-DOS 5 die DOS-Shell. Die bietet immerhin eine halbwegs strukturierte Ansicht des Datenträgerinhaltes an. Jedoch ist es eben nur eine andere Darstellungsform der Eingabeaufforderung. Wesentlich besser war und ist der gute alte Norton Commander von Peter Norton. Die zweigeteilte, voneinander unabhängige Datenträgerdarstellung ist, nach meiner Meinung, bis heute einfach ungeschlagen. Und wer denn wirklich unbedingt eine GUI braucht, dem sei gesagt, dass es tatsächlich ein Windows 1 gibt. Damals noch meilenweit weg von der Weltherrschaft, musste sich diese sehr rudimentäre GUI noch mit vielen anderen Programmen das Feld teilen. Naja, ich schulde ja auch noch eine Folge 2 zum Thema Amiga OS versus MS-DOS. Diese wird dann Workbench versus Windows heißen. So viel zum PC-10 SD. Wir behalten uns seine Leistungsdaten mal im Kopf und kommen zum kleinen PC-1, einem ultrakompakten XT-kompatiblen Gerät, welches kaum Erweiterungsmöglichkeiten bietet und vor allem durch seinen niedrigen Preis bei der Kundschaft einschlagen sollte. Dass preisoptimiert gearbeitet wurde, merkt man auch. Commodores Winzling ist ein Plastikbomber, der von ganzen 2 Schrauben zusammengehalten wird und ein RF-Shield aus metallbeschichtetem Pappendeckel hat. C64 lässt grüßen. Ausgerechnet Erzrivale Atari war auf der gleichen Mini-PC-Spur unterwegs und brachte, ebenfalls 1987, auch so einen Winz-PC heraus, der interessanterweise auch den Namen PC-1 trug. Zu Ataris Verteidigung sei gesagt, dass sie ihren PC-1 etwas früher auf dem Markt hatten als Commodore. Der Atari PC ist sogar tendenziell besser ausgestattet, da neben MDA und CGA-Grafik auch EGA möglich ist. Was ebenfalls einen echten Vorteil des Atari PC-1 darstellt, ist die Tatsache, dass man mit entsprechender Zusatzhardware intern eine 3,5 Zoll Festplatte installieren kann. Das geht beim Commodore nicht. Es wurde zwar ein externes Busboard und Festplattengehäuse entwickelt, welches nochmal so groß ist wie der Commodore PC-1 selbst, jedoch kam es nie wirklich in Fahrt auf dem Markt. Beide Rechner hatten also ab Werk lediglich ein 5,25 Zoll 360 KB Diskettenlaufwerk, einen 8088er Prozessor bei 4,77 MHz und 512 KB RAM. Die Rechner waren als Einstiegsmodelle konzipiert und wirklich mehr war damit auch nicht drin. Als kleines Terminal für die mittlere Datentechnik wollte Commodore seinen PC-1 noch anpreisen, aber der Erfolg der Maschine blieb aus, sodass der PC-1 bereits ein Jahr später, 1988, wieder eingestellt wurde. Die Zeitschrift DataWelt urteilte jedoch in ihrer Ausgabe 1087 über den Rechner: mehr PC hat man bislang noch nie fürs Geld bekommen. Im Vergleich zum PC-10 SD kann der kleine PC-1 in Sachen Prozessortaktung nicht beschleunigt werden. Die Siemens CPU läuft fest bei 4,77 MHz. Abstriche müssen auch bei der Grafik gemacht werden, Plantronics fällt weg, sodass nur noch Monochrom, Herkules und CGA verbleiben. Wobei ich feststellen musste, dass das CGA nicht ganz hundertprozentig kompatibel sein kann, denn einige Spiele, die mit einer CGA-Grafikkarte laufen, verweigern hier den Dienst und behaupten, es wäre kein Grafikadapter vorhanden. Tja. Der Grafikchip, welcher diese ganzen Modi ermöglicht, heißt übrigens Paradise. Und das Chipset wird verwechslungslastig AGA genannt. Wie beim Amiga.
ist aber natürlich nicht dasselbe. Am Composite-Video-Ausgang haben wir übrigens stets nur ein monochromes Bild. Punkten gegenüber dem PC 10SD kann der PC 1 durch seinen externen Disk Drive Port, welcher uns schwer an die Amiga-Welt erinnert, und ja, es ist ein 23-poliger Anschluss und ja, man kann hier 3,5 Zoll Amiga-Laufwerke anschließen und im 720 KB Modus betreiben. Auch Amiga 5,25 Zoll Laufwerke lassen sich hier im 360 KB Modus nutzen. Der Vorbesitzer dieses Maschinchens hier hat ihm volle 640 KB RAM und auch eine FPU verpasst. Mehr Umpf geht erstmal nicht. Wobei, ja klar, man könnte auch eine NEC V20 CPU einbauen, den Quarz tauschen und das Ding auf 16 MHz trimmen, aber ich halte das für Tierquälerei. Man könnte jetzt einen Deckel auf die Sache machen, will ich aber nicht. Mir ist dieser PC 1 mehr oder weniger zugelaufen. Ich wusste zuvor nicht, dass es ihn überhaupt gibt. Entsprechend hatte ich auch keine Ambitionen, mir so einen Winzling zuzulegen. Aber jetzt, da ich ihn habe, will ich ihn auch ein wenig hegen und pflegen. Da er keine ISA-Slots hat, gestaltet sich dies jedoch ein wenig aufwendiger. Aber unmöglich ist ja erstmal gar nichts. Hier haben wir einen Expansionsanschluss. Da muss doch was gehen. Zum Ende dieser Sendung ein herzliches Dankeschön an den Dr. Diesel aus dem Forum 64, der mich in Sachen PC 10 und PC 1 sehr tatkräftig unterstützt hat und dies auch hoffentlich noch tun wird, sollte ich noch weitere Fragen haben, vor allem was die anstehende Bastelei am PC 1 betrifft. Vielen lieben Dank dafür. In der kommenden Folge zum Thema geht es weiter mit dem PC 1. Dann wird eine Runde gebastelt. Wir schauen uns die Bestückung und das Einrichten des XT-IDE Festplattencontrollers an. Ferner beleuchten wir das Reset-Problem des PC 1 und wir basteln uns für den Kleinen einen Pseudo-XT-ISA-Slot, damit wir daran dann den XT-IDE auch betreiben können. Denn wie gesagt, bei PCs ohne Festplatte, da kriege ich einfach Angst. Und da muss ich was gegen tun. Bis dahin dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.